Also, wenn sie schon Türen haben, müssen sie die auch zumachen. Ja, ich wollte ja gerade wieder reingehen. Ach so. Bitte sehr. Ey, das sieht aber richtig schön aus, was das Fräulein Sissi da gebaut hat. Da frage ich mal, ob sie das Haus für die Stadtwache bauen kann. Genau, solange der Herr Ramon noch beschäftigt ist. Wenn sie neben dem ganzen Essen kochen und Tiere behüten noch Zeit hätten. Ich würde da hinten bei der freien Fläche in den nächsten Tagen mal ein paar Kisten aufstellen mit Ressourcen oder würden sie für die Stadtwache ein Haus bauen. Ein ganz normales Haus. Naja. Es darf nicht so ein Steinklotz sein. Und ja. Es soll schon so wie die anderen großen Häuser ungefähr sein. Halt, dass man da ein Kistenlager drin hat für das Zeug, was die Monster fallen lassen, wo sich die Stadtwache mal zusammensetzen kann. Und ja, sie können sich ja mal Gedanken machen und dann, ihre Schilder stehen noch bei mir, da können sie ja dann draufschreiben, was sie für Baumaterialien brauchen. Und die Stadtwache wird sich dann darum kümmern, dass dort Kisten hinkommen mit den Baumaterialien und ja. Wenn sie natürlich Interesse daran haben, bezahlt werden sie natürlich auch. Ich hab Spaß am Bauen, also von dem her. Okay, dann bin ich mal gespannt, was sie wieder an Materialien brauchen, solange es nicht wieder über 300 Holz ist. Naja, mittlerweile muss ich wegen dem Holz nicht mehr so weit rennen. Die Baumfarm steht ja jetzt auch. Habe ich schon gesehen, ja. Ja, dann erstmal viel Spaß mit ihrem Rotorblatt. Dankeschön. Wenn sie Dreck brauchen zum Hochbauen, ich habe eine Kiste, die ist voll davon. Oh, immer gerne, her damit. Okay, dann bringe ich Ihnen kurz was vorbei. Ich hoffe, das reicht. Ja, definitiv. Ja, falls mal wieder so eine Knallerbsen kommen sollten, haben sie ja noch ein bisschen was zum Löcher zu machen. Gute Nachrichten. Ja, ich habe kleinen Moment. Ja, meine Kisten laufen über davon. Ich weiß nicht mehr, wohin damit. Ja, also wie gesagt, schreiben Sie auf die Schilder, was Sie brauchen. Dann kümmert sich die Stadtwache darum und dann sind wir mal gespannt, wie das Haus aussehen wird. Ich mach mir Ideen. Okay, danke, dann einen schönen Tag noch. Schönen Tag noch. So. Nee, ich habe einfach nicht... Schauen Sie dem Gras beim Wachsen zu. Genau. Okay. Nee, habe einfach nur dahin gestartet. Also gute, sehr gute Neuigkeiten. Okay. Das Schwert sollte sogar noch schärfer und stabiler sein als ein normales, also das, was ich habe. Okay, das hört sich... Das eine ist aus purem Silber und das andere ist aus dazu noch Knochen. 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 Keine Sorge, es bringt wirklich Wirkung. Keine Menschenknochen? Natürlich nicht. Solange es Werwolfknochen sind, bin ich zufrieden. Nee, von diesen hier weißen. Von den Klappergestellen. Genau. Okay. So, und das können sie dem Dings. Herrn. Benny? Ja, das können Sie dem geben. Ja, wenn ich ihn finde. Ja. Ja, kriegen Sie, wenn Sie das jetzt mit dem Holz und den Türen verrechnen, was bekommen Sie da jetzt noch?
Wie viel hätten Sie für Eins, wie viel? drei, vier, acht. Acht, 10 oder 12 Iron Coins wären das gewesen. Wie viel? 10 oder 10 oder 12 Iron Coins wären das gewesen. Für die Türen und die Holzstämme. Eigentlich würde ich dann. Tatsächlich gratis. Wenn man das jetzt so umrechnen würde. Das ist dann sehr gut. Ja. Also mit Ihnen handle ich gerne. Na gut. Aber ich komme dann nochmal auf Sie zurück, da ich noch zwei Erze habe, also zwei Rohstoffe. Vielleicht könnten Sie daraus mal was bauen oder so. Ich muss mir nur noch überlegen, was, so eine Art Kampfaxt oder eine Axt oder eine Axt zum Bäume fällen. Ich muss mir das mal noch überlegen. Aber ich sehe gerade den Herrn Benny und ich werde ihm mal kurz das Schwert überreichen. Ja. Und ich melde mich dann nochmal. Alles klar. Gut, gut. Ist interessant, was der junge Mann da macht. Hat aber Gras an seinem Flugding hin. Dann hat er altes Holz genommen. Bisschen. Aber hier ist ihr Schwert. Danke. Der Herr Ramon ist fertig geworden damit. Er meint auch, das ist besser als das Schwert, was er hat, was komplett aus Silber ist, weil bei dem Knochen mit dran sind. Okay, ja, es fühlt sich ein bisschen nach Knochen an auch. Ja, das, man muss es einfach mal in der nächsten Nacht testen. Ja. Ich bin gespannt, was der Typ noch auf die Beine bringt. Ist das überhaupt? Warten Sie kurz. Ach, dass ich mir nie Namen merken kann. Das ist der Herr. Nick. Okay. ja, ich. Mit den Herrn Nick und den Herrn Lloyd, ich verwechsel die immer. Und Herr Lloyd ist wer? Das ist der Schreiner. Der. Der, oh Gott, der hat noch. Doch, dem gehört das Haus hier. Wo die unsere ersten Kisten immer drin waren. Ah, okay. Die Mischung ist gerade festgebaut. Ja, mich interessiert aber auch, wann der Herr Nick dort oben mal fertig wird, denn ich habe auch so ein kleines Flugschiff geordert. Ah, okay. Und die Stadtwache wird dann auch eins bekommen. Aha. Aber wir haben demnächst auch ein Haus für uns mit Lager. Denn das Fräulein Sissy ich habe sie beauftragt, wenn sie Lust hat, soll sie uns eins bauen. Sie schreibt uns dann, was sie für Ressourcen braucht. Mhm. Damit die Stadtwache endlich mal ein eigenes Gebäude bekommt. Ja, das klingt doch nach was. Ja. Also müssen wir immer schön auf das Fräulein Sissy aufpassen. Ja, da hinten ist ja ziemlich viel los. Ja, zumal sie die einzige Frau ist. Nicht die einzige. Naja, unter den Huntern habe ich noch keine Frau gesehen und unter den Werwölfen gucke ich erst gar nicht nach. Interessant. Ja. Gut, ich wollte noch irgendwas für den Herrn Ramon besorgen. Ach ja, was ich noch kurz fragen wollte, Sie. Nämlich wegen den Kisten in Ihrem Haus, mit den Sachen. Stehen die schon? Also kann Achso, man das Zeug da rein? Nee, aber wir können kurz welche aufbauen gehen. Ja? Kleine Frage: Könnten Sie aus dem Holzbrettern hier sollen Sie schon Stufen machen? Genau. Also halbieren? Nein, Treppen. Treppen. Ja, dazu gehen wir dann gleich in die Holzfarm. Ich muss noch mal ganz kurz bei mir hier Kisten aufbauen. Okay. Ach ja, kann man Pfeile eigentlich behalten wegen Munition für Bogen? Ja, das können Sie. Okay. So, das müsste erstmal reichen. Ich denke auch. Gut. Und immer schön die Tür zu machen.
So. So, dann kommen Sie mal mit. Ja. Wie viel brauchen Sie denn? Also ich habe jetzt hier noch einmal 64 und einmal 62 Stück drinne. Ja, die 64 würde ich dann nehmen. Was macht das? Die nächsten Reparaturkosten für die Rüstung. Na dann. Naja, die Stadtwache hält zusammen. Oh ja. Und wenn Sie mal wieder Holz brauchen, ja, die Holzfarm floriert. Ach, die habe ich gar nicht gesehen. Die steht auch erst seit heute. Also das Gebäude steht schon ein bisschen länger, aber den Rest habe ich heute erst fertig gekriegt. Hm. Mich nerven nur die ganzen Hunter. Die gehen überall ein und aus, wo sie wollen. Na, dann seitigen sie doch. Aber ja. Ja, Wölfe. Ja, und ich kann das auch nicht. Ich bin ja selber ein Hunter. Hm. Apropos Werwölfe. Nein, es ist kein Vollmond. Ah, Herr Eick. Ja? Wollen Sie der erste glückliche Käufer eines Luftschiffes sein? Was? Wie? Was stimmt mit denen nicht? Das... Wir sind... Ja... Ja, wegen der Sache mit dem Herrn Tobias, das werden wir mal mit dem Herrn Melvin unter 6 bis 8 Augen besprechen. 6 bis 8? Naja, wegen Benny auch? Die Stadtwache wird den Zauberern unter die Arme greifen und daher Benny jetzt zur Stadtwache gehört und sich auch in Sachen Zauber versucht. Ja, wir können ja mit den Magiern dann richtig gut zusammenarbeiten. Rockstar, Dancer, Tiller, Drop, Pilot.